In diesem Video geht es um das Thema lose Schüttungen bzw. sollte ich Dämmung unter meinem Estrich verwenden, also meine EPS-Dämmplatten, oder eine gebundene Schüttung oder eine lose Schüttung. Und was darf ich wie auch kombinieren? Hallo, mein Name ist Luca Ahrens, ich bin Geschäftsführer der ARC Energie GmbH. Wir sind ein Bauphysikbüro in Mainz, haben aber auch Standort in Berlin, Hannover und in Dortmund. Wir kümmern uns gerne um Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz und Sachverständigentätigkeiten. Und im Bereich der Wärmeschutz, wenn ich dort Kontrollen durchführe oder auch im Schallschutz, beziehungsweise auch natürlich als Sachverständiger, ist ein sehr häufiger Mangel, dass der Unterbau des Estrichs einfach grob mangelhaft ist. Und ich möchte heute ein bisschen erklären, was da so ist, was da schief läuft und wie man das beheben kann. So, wir stellen uns jetzt erstmal vor, wir haben jetzt hier einfach eine Betonbodenplatte oder eine Decke, das ist jetzt erstmal egal. Wo nehmen wir eine Bodenplatte, das ist erstmal vielleicht wichtiger, besser. Jetzt haben wir da drauf, in der Regel laut Planung, laut dem Wärmeschutznachweis oder GEG-Nachweis, also in der wärmeschutztechnischen Berechnung, haben wir da drauf in der Regel eine Dämmung. So. So, diese Dämmung hat jetzt eine dicke X. Das ist jetzt erstmal egal für unsere Planung, auch egal, welche Art von Dämmung das ist. So, da drauf haben wir eine Trittschalldämmung aus Schallschutzgründen immer. Auf dieser Trittschalldämmung haben wir dann in der Regel immer unseren Estrich direkt drauf, manchmal noch eine Folie drauf, je nachdem welche Art von Trittschalldämmung das ist. Ist das zum Beispiel eine Mineralwolltrittschalldämmung, dann muss eine Folie drauf sein, dass die geschützt ist. Ist es eine EPS-Dämmplatte, kommt es auf das Produkt an, die meisten haben das integriert. So, das heißt, ich habe hier drauf meinen Estrich. Dass ihr so ein Gefühl kriegt für die Dicke, für die Aufbauten. Das hier sind in der Regel 6,5 cm. Das hier sind 2 bis 3 cm. Das hier sind 10 bis 20 cm in der Regel. Das kann auch dünner sein, muss es aber nicht. Und hier unten haben wir in der Regel, wenn es eine WU-Bodenplatte ist, mindestens 25 cm. Kann aber auch dicker sein, das muss der Statiker sagen. So, das heißt, wenn wir hier von den 10 cm ausgehen, bedeutet das, wir hätten 10, 12 plus 6, mit Belag sagen wir mal 7, wenn wir jetzt eine Fliese drauflegen nur, oder ein Linoleum. Bei 7 sind wir bei 9, sind wir bei 19 cm. So, wenn ich jetzt mehr Bodenaufbau habe von der Höhe und dort Platz habe, und ich auch mehr Richtung Passivhaus gehe oder so dergleichen, dann brauche ich mehr Dämmung. Und wenn ich einen höheren Trittschallschutz haben möchte oder einfach ein anderes Produkt verwenden möchte, dann habe ich zum Beispiel vielleicht nur 3 cm Trittschalldämmung. Die meisten haben aber 2. So. Das ist jetzt so die blanke Theorie, wie sowas aussehen kann. Aber die Frage ist jetzt, wie wird es denn eingebaut? So, hier laufen irgendwo noch Rohre lang. So. Das heißt, irgendwo läuft da noch ein Rohr lang, da laufen irgendwelche Kabel noch lang, da läuft vielleicht ist noch irgendwie ein paar Rohre drin, die noch eine Dämmung drumherum haben. Also im Endeffekt, die Dämmung um das Rohr herum muss in der Regel so dick sein wie das Rohr selber. Das heißt, habe ich ein 20 mm Rohr, brauche ich rechts, links, oben, unten 20 mm Dämmung. Es gibt diese eckigen Dämmungen, die sind eine Grauzone eigentlich, weil eigentlich steht in der Richtlinie drin, die Dämmung des Rohres selber, der Rohrdämmung, muss diese Dämmung haben, rechts, links, oben, unten. Und die hätte jetzt rechts und links und oben jeweils nur 1 cm und unten 2 zum Beispiel für ein 20er Rohr. Das heißt, normalerweise braucht die Dämmung 20 umlaufen und werden rund. Das ist auch das Übliche, was verbaut wird meistens. So, jetzt haben wir den Punkt. Jetzt haben wir diese ganzen Rohre drauf. Das heißt, diese Dämmung, wenn es jetzt eine Dämmplatte ist, kann ich gar nicht so sauber verlegen. Sie kann ich ja nicht durchlegen, gerade auf meinen Boden draufwerfen und bin fertig. Es geht gar nicht.
ich muss diese Platten jetzt schneiden. Deswegen wird gerne bei sauberen Handwerkern wird gerne die eckigen Platten genommen, weil dann das Dranstoßen wesentlich besser funktioniert als bei den runden. So, wenn jetzt noch ein Abwasserrohr irgendwo mal in der Decke verlaufen muss, dann ist dieses Rohr vielleicht hier in der Höhe, aber da oben ist es vielleicht in der Höhe. Weil es muss ja mit dem Gefälle irgendwo noch runterlaufen. So, das heißt, diese Höhe wird auch definiert durch, was habe ich überhaupt im Boden langlaufen. So, Thema Kondensation, Feuchtigkeit, wie ich das Ganze simuliere, darum geht es in diesem Video nicht. Also falls irgendwer mich dann anfragt, deswegen, das machen wir in einem anderen Video. Jetzt geht es wirklich nur darum, was ist jetzt hier mit dem Unterbau das Problem. So, das heißt, im Best Case haben wir hier irgendwie eine Trennung zwischen diesen Rohren und haben jetzt einen Zwischenbereich, den wir ausfüllen müssen. So, hier oben auch und hier oben vielleicht auch, je nachdem wie das gebaut ist. Vielleicht ist es auch gerade abgeschnitten. Das heißt, das würde vielleicht so aussehen. So, jetzt haben wir hier normale Dämmplatten liegen, die sind gelegt und haben dazwischen diese Hohlräume. Diese Dämmplatten werden nur gelegt, Stoß an Stoß. Die werden nicht am Boden geklebt oder dergleichen. Das heißt, sie sind lose. Das heißt, sie liegen plan auf, weil sie auf einem planen Untergrund liegen und selber plan sind. Also gerade ohne Unebenheiten. Das bedeutet, dass das funktioniert. Ich habe eine saubere Lastabteilung von hier oben nach unten. Also wenn ich jetzt hier oben hier wunderschön drauf stehe und meine Last hier abtrage, dann wird diese Last hier wunderbar nach unten abgeleitet und nichts reißt, nichts geht kaputt, alles ist wunderbar. Hier sieht das Ganze jetzt anders aus. Jetzt haben wir ja hier einen nicht homogenen Bereich. Und jetzt sehe ich ganz, ganz häufig, also bestimmt bestimmt locker 90% der Baustellen, dass sie es falsch machen. Und zwar, die kippen hier eine lose Schüttung rein. Irgendwelche Perlite. So, da rein, hier zwischen, da rein. Und denken, ja, ist ausgeteilt, Lastabteilung funktioniert doch, ist doch okay. Nein. So, dafür machen wir mal was ganz Einfaches. Wir sagen, wir haben jetzt hier einfach unsere Platte. Wir haben jetzt hier grün für unsere Dämmplatte. So, das ist unsere Dämmplatte. Und das hier ist jetzt unsere Bodenplatte. Und ich drehe jetzt hier drauf. Egal, der Boden ist nicht perfekt plan. Das heißt, diese Platte bewegt sich so ein Stück. So, das heißt, die hebt im Endeffekt hier ab und sieht jetzt übertrieben, sieht die so aus. Immer eine andere Farbe. Übertrieben sieht die jetzt so aus. Das bedeutet, wenn hier Perlite sind, nehmen wir dafür eine Farbe. Ja, rot. So, hier liegen jetzt meine Perlite, die wandern jetzt hier drunter. Die wandern. So, und jetzt liegt diese Platte nicht mehr plan auf. Und jetzt kibbelt diese Platte. Und jedes Mal drüber laufen, es laufen viele Menschen drüber, bevor der Estrich drauf ist, sind diese Perlite hier komplett drunter gewandert und die ganzen Platten liegen schwammig auf. Ich darf keine lose Schüttung zwischen Dämmplatten verwenden. Genau aus diesem Grund. Weil was passiert jetzt, dadurch, dass das hier schwammig ist? Ich verwende jetzt hier oben drauf auf meinem Estrich eine richtig schöne, teure, großformatige Fliese und die wird reißen. Wenn ich Glück habe in den Fugen, wenn ich Pech habe in der ganzen Fliese. Weil einfach meine Lastabteilung nicht funktioniert, ich zu wenig Fugenanteile habe, die diese Spannung ausgleichen können oder als Sollbruchschlauch funktionieren können. Und dann wird im Worst Case die Fliese reißen. Das ist ein Problem. Das ist ganz, ganz häufig. Wie kann ich das sanieren? Fliese raus, Estrich raus, Fußbodenheizung raus, Trittschalldämmung raus, Dämmung drunter, raus. Lose Schüttung raussaugen, gegebenenfalls, wenn ich Glück habe, die gleiche Dämmung wieder einbauen, wenn ich Pech habe, neue Dämmung rein, dann nehme ich dafür eine gebundene Schüttung, das bedeutet mit Zementanteil, der fest wird, und habe dadurch das Problem behoben. Jetzt ist das fest, diese zementgebundene Schüttung kann nicht wandern, weil sie ja fest ist. Dadurch funktioniert das, ich kann das wieder sauber aufsetzen. Die gibt es auch mit Dämmwirkung, diese gebundene Schüttung, und eine sehr, sehr leichte Schüttung ist das.
So, die kann ich auch komplett verwenden, komplett anstelle von Dämmung, hat halt einen schlechteren Dämmwert, ist aber sauberer beim Einbringen, habe halt mehr Feuchtigkeit drin, das muss ich wissen. Was ist der Nachteil? Der Vorteil ist, ich habe nachher eine saubere, plane, ebene Fläche, die funktioniert. So, aber ich habe dafür halt wieder keine lose Schüttung verwenden. Und jetzt wird es aber, es werden auch lose Schüttungen verkauft, warum darf ich sie dann nicht verwenden? Ja, ihr dürft sie ja verwenden, aber in dem richtigen Einsatzzweck. So, nehmen wir mal an, wir sind jetzt hier im Raum, so, das ist jetzt geschlossen. Und wir nehmen hier im Grünen, das wäre komplett, ich habe hier kein Loch nach unten, nichts, wo irgendwas rausrieseln kann, das ist geschlossen, vier Räume. Ich kann auch eine komplette lose Schüttung verwenden, weil die kann ja nirgendwo unterwandern, weil die ist ja in Vollfläche da. Wichtig ist, ich sage zum Beispiel noch nicht im Holzhaus gemacht werden, wo ich nicht alles perfekt geschlossen habe im Altbau, weil dann könnte diese Dämmung irgendwo runterrieseln, die Dämmung würde weniger werden, es würden sich Hohlstellen bilden und es würde dann wieder reißen, weil ich keine ordentliche Lastabtragung mehr hätte. Ebenso muss diese Schüttung auf die Lastabtragung zulässig sein. Die haben verschiedene Mindesthöhen, die ich brauche, Maximalhöhen, die ich einhalten muss. Manche muss ich verdichten, manche nicht. Und ich brauche meistens eine Mindesthöhe oberhalb meiner Rohre und Kabel. Also da gibt es ganz, 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 ganz viel zu beachten. So. Das heißt, wir sind nicht nur Energieberater oder Schallschützer oder Brandschützer, sondern wir helfen ihnen auch bei ihrer Baustelle das Ganze auch, dass es richtig umgesetzt wird oder wurde. Wir kontrollieren das als Sachverständige und wenn Sie da Bedarf haben, weil Sie gerade neu bauen, sanieren oder energetisch umbauen und noch Dauerunterstützung brauchen, kommen Sie gerne auf uns zu. Mein Name ist Luca Ahrens von NARC Energie GmbH und ich freue mich auf das nächste gemeinsame Bauvorhaben.